sei nicht so langsam. Lass die Kunden nicht warten und bring jetzt gleich die Bestellung raus. Tut mir leid, ich werde hart arbeiten. Hier ist dein Cocktail. Endlich, danke. Ich bin so müde. Zieh deinen Kopf aus den Wolken. Oh, oh nein, nicht mein Hemd. Wird es wirklich einen Skandal geben? Meine Abonnenten müssen das sehen. Die arme Maya. Wie kannst du nur so süß sein? Es tut mir wirklich leid. Das ist mir so peinlich. Ich hole mir noch einen Kaffee und den Nachtisch gibt's aufs Haus. Keine Sorge, ist schon gut. Kein Problem. Bist du sicher? Wie kannst du nur so tollpatschig sein? Wofür bezahle ich dich eigentlich? Carol ist wirklich sauer. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, die sie verursacht hat. Du bist jetzt die neue Kellnerin. Was? Soll das ein Scherz sein? Keine Witze. Aber was bedeutet das? Was ist mit meinem Job? Ich verstehe dich überhaupt nicht. Warum machst du das? Ich kaufe dieses Restaurant. Dieser Betrag sollte ausreichen. Wow, das ist eine Menge Geld. Aber ich will keine Kellnerin sein. Du kannst gehen. Meine Liebe, jetzt brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Vielleicht sollte ich auch Kaffee über einen hübschen Kerl schütten. Es ist ein Mädchen. Wirklich? Ich bin so glücklich. Ellen, bist du sicher, dass wir an den richtigen Ort gekommen sind? Hier sieht alles so wunderschön aus. Guten Tag, kommen Sie rein. Hallo, meine Frau braucht sofort eine Ultraschalluntersuchung. Klar, wie du meinst. Entschuldige, aber wir sind jetzt dran. Was? Aber wir sind noch nicht fertig. Das ist nicht fair. Vergiss nicht, deine Vitamine zu nehmen. Bye, bye. Leg dich auf die Couch. Die größte Frage für Ellen und Maya ist, wer wird geboren? Der Erbe oder die Erbin? Oder wird sich herausstellen, dass das Baby gar nicht reich ist? Werde ich einen armen Jungen bekommen? Liegt hier ein Fehler vor? Hat er mein Armutsgen geerbt? Oh, mein Diamant, sei nicht nervös. Aber Schatz, wie kommt das? Warte hier, ich habe eine Idee. Wie ist das möglich? Hier, trink diesen speziellen Goldcocktail, das sollte helfen. Er schmeckt gut. Und, irgendwelche Änderungen? Oh, Ellen, sieh auf dem Bildschirm. Was? Sieht so aus, als ob der Spezialcocktail sogar so ein Leiden wie Armut im Handumdrehen heilen konnte. Und du hast einige sehr interessante Behandlungsmethoden. Wir werden einen Erben haben. Hurra! Was für ein Segen! Wir haben uns umsonst Sorgen gemacht. Danke! Herzlichen Glückwunsch zu diesen guten Nachrichten! Eduardo, erzähl ihr von deinen Gefühlen. Was sonst könnte so große Emotionen hervorrufen als eine Seifenoper? Oh, Maria! Es bedarf keiner Worte. Sie sind füreinander bestimmt. Schatz, sei nur nicht so nervös. Ich kann nicht mit dir zusammen sein, Eduardo. Es tut mir leid. Mein Vater mag dich nicht. Ich kann nicht gegen seinen Willen gehen. Was ist mit unserer Liebe? Mein Herz ist gebrochen. Soll es wirklich so enden? Maya, atme. Es ist nur eine Seifenoper. Ich bringe das schon in Ordnung. Warte einen Moment. Das ist meine endgültige Entscheidung. Freunde, ich habe einen geschäftlichen Vorschlag für euch. Ihr müsst wieder zusammenkommen. Nun, das lässt sich einrichten. Das wäre besser, meinst du nicht auch? Das finde ich auch. Das ist gut. Jetzt wird sich euer Publikum freuen. Schatz, wir sollten sehen, wie es weitergeht. Nun, sollen wir weitermachen? Ah, Eduardo, ich werde dich heiraten. Der Ring ist wunderbar. Ich liebe dich, Maria. Ich liebe dich auch. Sie haben sich wieder gefunden. Ich bin so glücklich. Und das Baby auch. Der Plan war gar nicht so schlecht. Oh nein, die Aktie stürzt ab. Baby, du bist in letzter Zeit so aktiv. Lass uns deinen Daddy rufen, ja? Ellen, komm her. Sieht so aus, als wäre unser Millionär um ein paar Millionen ärmer. Was, wenn ich pleite gehe? Maya ruft nicht. Machen wir sie lieber nicht wütend und gehen rüber. Schatz, ist etwas nicht in Ordnung? Hör dir das Baby an, es ist, als wollte es dir etwas sagen. Wow, wirklich? Kannst du das nochmal sagen? Ich werde deinen Rat sofort befolgen. Wie auch immer, Dad, deine Strategie ist längst überholt. Du musst sie vergessen und dir eine neue überlegen. Ja, ich habe dich verstanden. Ich bin so froh, dass ihr euch so gut versteht.
Übrigens, ich werde die Trumtinity Group anrufen, die Dinge überprüfen und berechnen, ob es sich lohnt, die Aktien zu verkaufen. Du tust genau das, was ich sage. Ich kann nicht glauben, dass unser Sohn recht hatte. Seine Prognosen könnten mein Vermögen retten. Schatz, ich muss jetzt gehen, es ist sehr wichtig. Unser Daddy arbeitet sehr hart. Oh ja, es hat wirklich funktioniert. Yes! Jetzt werden wir noch reicher sein. Einkaufen ist so anstrengend. Ich stimme dir zu. Autsch! Ah! Schatz, geht es dir gut? Mir geht's gut. Keine Sorge. Ich habe nur mein Gleichgewicht verloren. Danke, dass du mir geholfen hast, alles zu tragen. Willst du sehen, was ich für unseren kleinen Jungen gekauft habe? Was hältst du von diesen süßen kleinen Turnschuhen? Die sehen ziemlich bequem aus. Wie viel? Findest du nicht, dass sie für Schuhe ein bisschen teuer sind? Oh, die sind nur für zu Hause. Ich zeige dir mal ein paar Wanderschuhe. Stimmt, die müssen hier irgendwo sein. Schau mal, wie cool die sind. Unser Junge wird sie lieben. Maya, die sind doch viel zu teuer. Was? Aber unser Baby soll doch nur das Beste bekommen. Ah, es fällt mir an meiner Kreditkarte schwer zu atmen. Keine Sorge, Alan, ich bekomme das ganze Geld wieder zurück. Schau mal. Was? Ein Diamant? Aha, was sagt man dazu? Wow, das sind ja eine Menge Diamantschnuller. Oh, es ist schon morgen. Ich hasse diese nervigen Wecker. Wieder einmal hat das Geld das Problem gelöst. Also, Baby, Zeit zum Aufstehen. 229. Tag der Schwangerschaft? Das war's noch nicht. Ich muss mich jetzt umziehen. Hier kommt der 230. Tag. Jetzt ist es gut. Eine Schwangerschaft ist kein Grund, die Pflege deines Aussehens zu vergessen. Und Maya nimmt ihr tägliches Schönheitsritual sehr ernst. Schließlich soll die Frau eines Millionärs und zukünftige Mutter seines Sohnes so gut aussehen wie jeder Diamant. Der goldene Glitzer? Solche Kosmetika unterstreichen zweifelsohne ihren Status. Jetzt werde ich glänzen. Aber du musst mit dem Glitzer vorsichtig sein, sonst könntest du aus Versehen einen Goldbarren niesen. Und wozu brauche ich das? Oh, genug Glitzer für heute. Mein Look muss aufgefrischt werden. Patches, ich zähle auf euch. Die Goldenen helfen auf jeden Fall. Ich habe nicht umsonst so viel Geld für sie ausgegeben. So, jetzt geht's los. Oh, und sie sind schwer. Hilf mir mal jemand auf. Guten Tag. Weißt du, es ist schön, mal nicht als Kellnerin hier zu sein. Mal sehen, was es auf der Speisekarte gibt. Maya ist hier? Das ist eine tolle Gelegenheit, es ihr heimzuzahlen. Wie wäre es mit einem Salat? Nein, ich möchte etwas Fleisch. Dann lass uns den Entenbraten bestellen. Ich will kein Fleisch, ich will ein Dessert. Nein, ich will den schwangeren Cocktail. Dann bestelle ich ihn eben. Danke, Schatz. Hallo, ich hätte gerne diesen Cocktail, bitte. Geld im Voraus. Kein Problem. Erst in 5 Minuten fertig. Als Kellnerin arbeiten? Das ist etwas, was die ehemalige Managerin nicht verzeihen wird. Maya sollte das Schicksal ihres Magens nicht der gerissenen Carol anvertrauen, denn dieses Mädchen lässt keine Gelegenheit aus, sich an der ehemaligen Mitarbeiterin zu rächen. Der Cocktail der werdenden Mami ist eine Mischung aus Zutaten, bei deren Anblick sich ein normaler Mensch unwohl fühlen würde. Stell dir die schlimmste Zutatenmischung aller Zeiten vor. Genau das ist es, woraus dieses Getränk gemacht ist. Es ist kein Cocktail, es ist ein Hexentrank. Das war's. Jetzt brauchen wir ihn nur noch einzugießen. Ich kann es kaum erwarten, ihren Gesichtsausdruck zu sehen, wenn sie es probiert. Das wird eine tolle Rache sein. Der Cocktail ist fertig, du kannst ihn haben. Ich hoffe, er schmeckt deiner Frau. Danke. Endlich. Er schmeckt irgendwie komisch. Ich kann nicht herausfinden, was die Zutaten sind. Und schmeckt es dir? Weißt du, er schmeckt ziemlich gut. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingscocktail. Was? Ich kann es nicht glauben. Ich meine, ich habe versucht, ihn so ekelhaft wie möglich zu machen. Ich will noch einen. Bitte mach noch einen Cocktail. Ich verstehe gar nichts. Alan, möchtest du auch einen? Vielleicht sollte ich ihn selbst probieren. Und wenn er gut schmeckt? Oh nein, das ist ja furchtbar.
Weint dein Daddy und es will nicht schlafen? Dieses Problem kennt jede Mami. Aber was soll man in solch schwierigen Situationen tun? Psst, Sonnenschein, nicht weinen. Deine Mutter ist selbst kurz davor zu weinen. Was ist das für ein Knopf? Na, dann probieren wir ihn mal aus. Oh, wow. Hat dieses Kinderbett eine eingebaute Massagefunktion? Und mein Junge ist endlich ruhig. Ah, was war das? Ein Spielzeug? Ich hoffe, das Baby schreit nicht wieder. Ich hätte auch nichts gegen etwas Entspannung. Oh, was für ein Glück. Es ist toll, reich zu sein. Welche lustigen Schwangerschaftsgeschichten kennst du? Schreibe deine Antwort in die Kommentare unter dieses Video. Hat dir unser Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Wir sehen uns!